Es ist gerade ganz genau 7.18 Uhr und ich muss so früh aufstehen, weil ich gleich nach München und danach nach LA fliegen werde. Ich habe halt richtig Bock auf Amerika, weil ich über EA da zu EA Play fahre, aber boah, es ist so früh und ich habe seit 4 Tagen nicht mehr als 5 Stunden. Ich fliege nach Amerika zusammen mit meinem Manager Ilja und boah, ich habe ein bisschen Schiss jetzt schon vor dem Flug, ey. Ich meine, ich fliege erst von Köln nach München, das ist eigentlich relativ easy, das dauert so 50 Minuten, aber dann fliege ich von München nach LA und das dauert über 12 Stunden. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich eine Flugangst habe, aber ich habe auf jeden Fall Respekt vom Fliegen. Und wenn man über 12 Stunden am Stück fliegt, dann ist das, glaube ich, irgendwie verständlich. Bevor ich mich aber auf den Weg zum Flughafen begebe, mache ich mir erstmal Breakfast. Mein Frühstück besteht heute einfach aus einem kalten Topf Reis, den ich mir gestern Abend noch bestellt habe und der übrig geblieben ist. Also, okay, ich glaube, ich werde auch kein Frühstück haben. Ich habe übrigens Boarding in circa einer Dreiviertelstunde und muss noch Fuck, Alter, ich muss noch Koffer abgeben. Wie soll das klappen? Ich bin am Flughafen, meine Kamera spinnt wieder rum. Ich bin angekommen in München und laufe jetzt zu dieser scheiß Kamera, so am Arsch, ne? Aber es ist Lutz, er sitzt am Flughafen mit Ilja. Wir sitzen jetzt hier auf jeden Fall, warten gerade aufs Board. Okay, das Boarding läuft eigentlich schon komplett. Das hier ist der Flieger, mit dem wir fliegen, also das ist der Flieger, mit dem wir fliegen, aber das ist der gleiche. Und der ist wieder viel länger als der A. 5 Meter länger als der A380. Oh, meine Kamera ist wieder kaputt. Mario Kart im Flieger. Wir sind endlich nach einem 12-Stunden-Flug und nochmal 1,5 Stunden Warten am Gate in Amerika angekommen. Ich bin offiziell legal jetzt in diesem Land. Es fühlt sich mega gut an, zurück in L.A. Es stinkt nach Pisse. Wir stehen gerade draußen vom Flughafen und das Wetter ist einfach wieder so typisch L.A. So mega krass, einfach nur Sonne. Wow. Wir sind angekommen in unserem verfickten Hotelzimmer. Ja, ich schlafe leider zusammen mit dem auf einem Hotelzimmer. Digga, was ist mit dieser Kamera los? Ich habe jetzt mal den Akku von der Kamera gewechselt. Ich hoffe, dass es nicht am Akku lag. Aber ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich alle, hey, yo, wie ist der Ausblick da? Ey, diese verfickte Kamera. Wenn ich das Hotelzimmer hier filme, geht alles klar. Also das hier ist das Hotelzimmer, bla bla. Wir haben hier einen Tisch, wir haben ein Bett, wir haben ein Bett, wir haben Ilja. Wir haben hier einen Stuhl, auf dem man arbeiten kann. Hier ist der Koffer von mir, hier steht ein Koffer von Ilja. Da ist ein Spiegel, ein Selfie. Das ist unser tolles Badezimmer. Und wenn man will, kann man hier in die Badewanne gehen. Und dann sieht okay. Die Scheiße ist halt einfach, dass diese komische Kamera, die fokussiert, dann fokussiert die wieder nicht und jetzt gerade geht's wieder klar und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe übrigens auf dem Flug nahezu nichts gefilmt, weil ich einerseits meine Nachbarn nicht abfacken wollte und andererseits habe ich meine ganze Zeit damit verbracht, irgendwelche Wortspiele mit den komischen Städtenamen zu machen. Was tust du? Kannst du aufhören? Auf jeden Fall sind wir gerade halt voll wasted, aber müssen ein bisschen gegen den Jetlag ankämpfen. In Deutschland ist gerade 3 Uhr nachts. Bei uns ist gerade wie spät? 18 Uhr. 18 Uhr. Und der NBA Finals haben gerade angefangen? Auf jeden Fall werden wir uns jetzt zu einem Supermarkt? Supermarkt, was zu fressen. Wir werden jetzt zu einem Supermarkt gehen, werden Wasser essen und der Aufzug ist da. Bleibt aber auf jeden Fall noch bis zum Ende des Vlogs dran. Und zwar diese ganzen Wortspiele, die ich mit verschiedenen US-amerikanischen Städten gemacht habe und so, die werde ich am Ende Ilja präsentieren und ihn fragen, ob er. Oh, das ist relativ nah. Planänderung, wir sind dumm mit dieser Kamera. Ich schwöre, ab morgen werde ich mit einer DSLR vloggen. Fuck mich das hier ab, Mann. Sogar wenn ich so tolle Shots machen will, wie das hier aussieht, flackert alles nur beschissen scheiße rum. Der Plan ist auf jeden Fall gerade, dass wir gleich jetzt einkaufen gehen. Und jetzt gerade sitzen wir hier im Hard Rock Café und werden was essen. Und nebenbei schauen wir da hinten NBA. Wer spielt nochmal? Golden State Warriors gegen Cleveland Cavaliers. Deutschland gegen Amerika. Ich habe mir im Hard Rock Café einfach einen Salat bestellt. Und was kriege ich? Einen Burger. Danke. Hier sind einfach so viele komische, ja, der Fokus natürlich wieder am Arsch. Hier sind einfach so viele komische Leute unterwegs. Vorhin hat jemand, der war irgendwie voll auf Drogen, der hat eine Palme
der irgendwie einen Kartentrick gezeigt. Hättest du auch du sein können. Ich habe mir gerade eine SIM-Karte extra hier für die USA gekauft und habe jetzt 6 GB Datenvolumen. Das heißt, Videos sollten auf jeden Fall alle kommen. Wir kaufen jetzt Wasser. Hier, oder? Findest du nicht auch, dass unser Einkauf mega vielseitig ist? Also wir haben hier Wasser mit Kohlensäure, Wasser. Ich kann mich nur wiederholen, die Leute hier sind so komisch. Gerade kam irgend so ein alter Typ an mit so einem iPhone. Was machst du da, Digga? Gerade kam irgend so ein Typ an mit so einem iPhone und hat uns so die ganze Zeit so gefilmt einfach und geht dann so zu weit zur Seite, aber dreht sein Handy, sodass er uns immer noch gefilmt hat. Was ist mit euch? Jeder in dieser verdammten Stadt ist entweder auf Drogen oder komplett verdreht in seiner Birne. Und diese Kacke mit der Kamera tut mir so leid. Also jetzt, guck, jetzt geht's wieder. Und jetzt, wenn ich irgendwie wieder so mache, dann, ich geb dir wieder 2 Sekunden. Da, wieder kaputt. Wir sind wieder in unserem Hotel angekommen. Das ist das hier. Habe ich ja schon gezeigt, also ein Haus. Alles klar. Wie ihr gerade gesehen habt, haben wir gerade einfach so 40.000 Flaschen Wasser eingekauft. Weil Wasser braucht ein Mensch, um zu, was glaube ich. L.A. ist irgendwie nicht schön, aber das Wetter ist ganz cool. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt wieder ins Hotelzimmer begeben und ja. Wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer angekommen und jetzt werde ich euch die Wortspiele mal zeigen, die ich im Flieger mit den komischen Städten. Wie beschreibt man eine Prostituierte? Kein Plan, Alter. It's a hoe. In welcher Stadt bezahlt man nie den vollen Preis? Rabatt. Was sagt der Wettermann, wenn der Schnee verschwinden wird? Oh Mann, Luca, bitte nerv doch nicht die ganze Zeit. Soltau. In welcher Stadt ist Schutzkleidung beim Fahrradfahren Pflicht? Helmstedt. Kennst du diese neue dumme Ibims-Luca-Sprache und sowas alles? Was sagt jemand auf dieser Sprache, wenn er nach seinem Auto gefragt wird? Ihan Ford. In welcher Stadt solltest du eigentlich leben? Jetzt kommt, du wirst es mir sagen. Slave. Und Ilja, wenn du da mal endlich ausgewachsen bist, darfst du dort sogar an einem See leben. Wo gehst du hin? Weißt du, wie der See heißt? Ich will es gar nicht wissen, Mann. Großer Sklavensee. Ich habe mir irgendwie noch so 7, 8 andere Wortspiele aufgeschrieben während des 12-Stunden-Fluges, weil ich irgendwie Langeweile hatte. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder auf dem Hotelzimmer, haben uns hier gerade noch einen Tee gemacht, weil unsere Hälse... Wir sind irgendwie tatsächlich krank geworden oder sind halt irgendwie am Arsch von dem 12-Stunden-Flug und sind halt todesmüde, deswegen... Wir gucken jetzt auf jeden Fall noch die Finals hier zu Ende bei NBA. Wer spielt nochmal gegeneinander? Geh weg. Hello darkness, my old friend. Wenn euch dieser Vlog hier gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like da. Der war jetzt halt ein bisschen chaotisch, weil wir dazu den ganzen Tag irgendwie nur im Flieger saßen. Morgen wird... Einmal in Ruhe popeln? Wir sehen uns dann, denke ich, morgen in einem Vlog wieder. Bis dahin würde ich sagen...